Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal soll es um das Akkumultifunktionswerkzeug 20 Volt gehen. Parkside hat hier eine neue Performance-Serie rausgebracht. Das ist eins der ersten Werkzeuge aus der Performance-Serie und gleich nach dem Intro gucken wir uns das mal genauer an. Die neue Performance-Serie von Parkside verspricht bis zu 100% höheren Ladestrom. Somit verringern sich die Ladezeiten deutlich. Bei dem Gerät ist ein 2,5 Stunden Ampere Akku gleich mit dabei. Dieser soll dann in 45 Minuten wieder vollgeladen sein. Weiterhin wird versprochen eine 50% höhere Schnittgeschwindigkeit verglichen mit einem normalen Multifunktionswerkzeug, was es vorher auch aus der Nicht-Performance-Serie gab. Wir sollen hier 20% mehr Laufzeit haben mit dem Akku. Das ist logisch, denn wir haben ja hier 0,5 Amperestunden mehr Leistung drin. Das ist jetzt also keine großartige Besonderheit. Und der Motor soll eine 10-mal höhere Lebenserwartung haben, als das in den vorhergehenden Modellen der Fall gewesen ist. Akkus gibt es in der Performance-Serie derzeit die 2,5 und 5 Stunden Ampere Versionen, wobei der 5 Stunden Ampere Akku ungefähr 34 € kostet. Ja, machen wir das ganze Teil hier mal auf. Es ist etwas anders eingepackt als die bekannten Parkzeitmodelle. Wir müssen hier das Ganze nach oben hin abheben. Was wir hier natürlich auch sofort sehen, ist, dass der Koffer in Rot gehalten ist. Und wir haben hier einen wesentlich größeren Aufkleber an der Seite drauf, auf dem dann natürlich auch gleich Performance drauf geschrieben ist. Auch vorne oder oben in dem Fall haben wir hier ein schönes Parkside-Logo, was auch erhaben ist. Das heißt, die Buchstaben sind hier wirklich nach außen geprägt worden. Wir haben auch den Performance-Aufdruck hier mit drauf. Selbst auf dem Griff haben wir hier, weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, Parkside Performance eingraviert. Ansonsten ist der Koffer ähnlich. Er wirkt etwas stabiler als die normalen Koffer, die wir sonst von Parkside gewohnt sind. Wir haben hier allerdings die bekannten Metalllaschen dabei. Da hat sich also nicht viel geändert. Wir haben auch die Verplombung, wie das bei den neuen Geräten so ist, mit Kabelbindern. Schauen wir mal rein, was sich innen getan hat. Grundsätzlich finde ich diese Metalllaschen hier auch nicht ganz so klapprig, wirken etwas schwerer als bei den normalen Geräten. Normale Geräte in Anführungszeichen. Wir haben hier extra ein Fach für unsere Bedienungsanleitung. Das kennen wir auch schon von den anderen Geräten her. Die Bedienungsanleitung ist jetzt mehrsprachig, wie wir sehen. Das ist mir schon bei den anderen neuen Geräten aufgefallen. Was haben wir hier oben drin? Das sieht mir wie ein Absaugadapter aus. Lässt sich sehr schwer herauslösen. So. Es ist ein Absaugadapter. Müssen mal gucken, inwieweit der dann funktionstüchtig ist. Wir haben das neue Ladegerät mit dabei, was hier außen dann auch gleich anzeigt, inwieweit der Akku geladen ist. Steht vorne drauf Lithium Rapid Charger. Was hier leider vergessen worden ist, was hier nicht so schön gemacht ist, ist, dass wir hier keine Vertiefung haben, wo wir das Ladegerät an der Wand befestigen können. Das kann man sich für nachfolgende Geräte vielleicht nochmal auf die Produktionsliste schreiben. Viele möchten ja gerne ihre Ladegeräte an die Wand boxieren, damit sie auf der Arbeitsfläche bzw. im Regal dann mehr Platz haben.
Schaut euch mal das Video an. Ich werde euch das unten in der Videobeschreibung dann verlinken, wie ich die Bosch-Ladegeräte an die Wand montiert habe. Das kann man sicherlich hier ähnlich machen. Vielleicht wollt ihr das ja dann auch so machen. Wir haben hier das Gerät dabei, was auf den ersten Blick schon mal recht wertig daherkommt. Es ist recht schwer, aber dennoch sehr gut austariert. Ihr seht, ich kann das hier wieder auf meinem Finger, bisschen Unterstützung vom Zeigefinger habe ich hier natürlich noch dabei, einfach in der Waage halten. Die Gummierung ist hier komplett herumgezogen. Das heißt, nicht nur einzelne Flächen sind gummiert, sondern der komplette Griff ist hier gummiert. Er wirkt ein bisschen klebrig allerdings. Vielleicht gibt sich das dann in der Zeit noch. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das Gerät jetzt vielleicht schon etwas länger im Einsatz habt, ob das Kleben dann auch noch vorhanden ist oder ob ihr das überhaupt feststellen konntet. Wir haben hier oben den An- und Ausschalter drauf. Ihr hört, das Gerät ist wirklich sehr leise. Beachtlich leise sogar. Allerdings sind wir natürlich auch erst auf Stufe 1. Wir können hier die Drehzahl erhöhen. Aber dennoch sind wir hier recht leise unterwegs. Wir haben hier hinten aufgeklebt den 2,5 Stundenampere Akku, der jetzt so aussieht. Auch hier steht Performance-Serie mit drauf. Die Ladeanzeige wurde an die hintere Seite hier neben die Release-Taste verbannt. Und wir sehen, der ist nicht ganz aufgeladen, der ist noch im roten Bereich. Gewohnheitsmäßig kommen ja die Akkus bei den meisten Geräten halb aufgeladen. Ich werde das dann gleich mal laden. Ja, der Absaugadapter wird hier einfach nur so aufgeklippt. Da sind so kleine Fanglaschen drin aus Plastik. Der wird hier einfach so aufgeklippt und ist dann individuell verstellbar, je nachdem, wo wir unseren Schlauch dann dran haben wollen oder von welcher Seite her wir den Schlauch zuführen möchten. Wenn wir es wieder abmachen wollen, einfach ein bisschen ankanten und wir können das ganze Teil dann abziehen. Wie lange das hält, weiß ich nicht. Das ist hier aus Plastik gearbeitet. Hier sind so eine kleine Laschen drin. Die umgreifen hier diesen Metallkranz. Nun wird so ein Ersatzteil wahrscheinlich nicht wirklich teuer sein. Die werden ja sicherlich in China hier en gros produziert. Aber ob man das jetzt in ein, zwei Jahren noch nachkaufen kann, weiß ich nicht, was Lidl da für Angaben macht. Das ist ja das Schöne an den großen Marken, dass man da in der Regel dann Ersatzteile und Zubehörteile dann über Jahre hinweg dann noch nachkaufen kann, beziehungsweise diese dann auch noch von Drittanbietern dann auf den Markt geschmissen werden. Das wird hier sicherlich nicht der Fall sein. Das Gerät ist in schwarz-rot gehalten, was jetzt auch wieder eine Neuerung darstellt. Ich habe jetzt hier mal den Akku eingesteckt. Das stellt sich also ganz einfach dar. Rot heißt, er lädt. Grün heißt, er ist voll. Wenn irgendwas blinkt, ist das nicht so gut. Dann haben wir ein Temperaturproblem oder irgendwas anderes ist mit dem Akku. Ansonsten recht unspektakulär. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass das hier unten auch nicht gummiert ist, sondern dass das Hartplastik ist. Sollte in einer Performance bezeichneten Serie sicherlich auch nicht unbedingt der Fall sein. Da erwartet man etwas mehr. Was ich schade finde, ist, dass das nicht mit den alten Akkusystemen hier kompatibel ist aus dem X20 Volt Team. Das heißt, wir haben hier den Generationswechsel nicht wie bei Bosch zum Beispiel, wo die Akkus mit der ProCore-Serie dann kompatibel sind untereinander. Das ist hier leider nicht der Fall oder ist verpasst worden. Das heißt, der Akku aus der X20 Volt Team Serie passt nicht auf das Gerät und auch die neuen Akkus passen nicht auf die alten Geräte. Das heißt, man hat definitiv, wenn man auf die Performance Serie umsteigt, wieder ein neues Ladegerät und ein komplett neues Akkusystem
am Hals. Wer jetzt neu einsteigen möchte, der sollte vielleicht dann gleich zur Performance-Serie greifen. Die ist etwas teurer als die normale Serie, also als die X20 Volt Serie, jedoch nicht übermäßig teuer. Das ganze Gerät kostet hier mit Akku und Ladegerät irgendwie 69 Euro. Das ist für so ein Gerät ganz okay. Gucken mal, was noch mit drin ist, ob überhaupt noch was mit integriert ist. Ich sehe jetzt hier an sich nichts mehr. Das finde ich sehr schwach, dass hier nicht mal ein Blatt mit dabei ist. Das heißt, wir können das Gerät jetzt gar nicht weiter testen, denn Blätter habe ich jetzt hier nicht bestellt. Ich bin davon ausgegangen, dass wenigstens ein Sägeblatt mit dabei ist. Ist auch etwas irreführend hier. Auf dem Karton sind eine Menge Blätter abgebildet. Im Online-Shop sieht das dann natürlich so aus, weil das alles sehr klein gehalten ist. Man denkt nur, aha, guck mal, da ist alles gleich mit dabei. Aber hier unter steht dann separat erhältlich. Das kann man natürlich auf den Bildern, wenn man die nicht vergrößert, so nicht lesen. Also wenn ihr das Gerät euch bestellen wollt, bestellt euch da gleich die Zubehörteile mit. Ich gucke mal, ob ich das hier mit einem Adapter von Fein oder von Bosch hier überbrücken kann. Ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert, aber wie das schon den Anschein gemacht hat, ist das natürlich hier nicht mit Starlog kompatibel und auch nicht mit den feinen Geräten kompatibel. Also insofern, ich gucke mal, ob ich hier jetzt noch irgendwie, ich habe hier noch einen ganz günstigen Aufsatz, den habe ich mal von Pearl bekommen. Der scheint hier drauf zu passen. Also mit den großen Marken haben wir hier keine Kompatibilität. Wir müssen hier die Teile so aufschieben und dann können wir das hier oben wieder verriegeln und dann funktioniert das. Also mit den ganzen günstigen Geräten scheint es kompatibel zu sein. Gehen wir etwas höher in den Klassen und haben wir hier so ein Schnellrelease, dann ist das nicht kompatibel. Wir müssen hier, wie ich schon gesagt habe, die Werkzeuge aufstecken und dann verriegeln. Das hier wirkt, ihr seht das, sehr klapperig. Das gehört eigentlich auch nicht in eine Performance-Serie. Ansonsten verriegelt das hier sehr, sehr gut. Schaue jetzt mal nochmal mit dem Akku, was wir da haben. Also die Akkus sind auch etwas leichter als die. Oder vielleicht täusche ich mich auch, zumindest nicht schwerer als die 2 Ampere Akkus der 20 Volt Team Serie. Wir haben jetzt natürlich durch den Aufsatz eine wesentlich höhere Lautstärke. Wir haben vorne eine LED, die leuchtet dann nochmal 10 Sekunden nach. Das ist auch sehr gut gelöst, auch an den größeren Marken natürlich orientiert. Ja, leider habe ich jetzt kein Sägeblatt mehr, aber ich denke, bei der Umdrehungszahl und so wie sich das Gerät anfühlt, wird es da Schnitte schaffen. Wir hatten ja mal ein Gerät getestet, das müsste schon in den Playlists verfügbar sein. Sucht da mal nach Multitool oder sucht da mal nach Multifunktionswerkzeug. Ich bin mir sicher, da habe ich schon eins drin und da habe ich es nicht geschafft. Da habe ich es nicht geschafft, mit Holz zu sägen, mit den beigelegten Sägeblättern. Aber ich denke, wenn man da etwas hochwertigere kauft, leider fallen ja so Marken wie Bosch und Fein dann raus. Also müsst ihr mal gucken, was da am Markt so gibt. Lest euch die Bewertung durch, dann kann das wahrscheinlich damit klappen. Wir haben bei dem Gerät eine Geschwindigkeit von 8000 bis 20.000 Umdrehungen pro Minute. Das heißt Schwingungen und die stufenlose Einstellung hier, die habe ich euch bereits gezeigt. Das geht hier auch wirklich sehr, sehr einfach. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Gerät so haltet, ob ihr euch sowas auch zulegen wollt. Vor allen Dingen, was ihr dazu sagt, dass jetzt hier wieder das Akkusystem neu auf den Markt gebracht wird und die alten Akkus damit nicht kompatibel sind. Da interessiere ich mich sehr für eure Meinung.
Hat die Performance-Serie dann eine Chance zu bestehen? Oder sagt ihr, nee, die anderen Geräte tun es auch? Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Abonniert den Kanal, teilt das in den sozialen Medien, aktiviert das Glöckchen, so verpasst ihr auch nicht das nächste Video. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.